Ja, 3-1 in Rath gewonnen, habe im Vorfeld damit gerechnet, dass es so leicht wird. Mit Sicherheit nicht, weil wir haben eigentlich nur genau 11 Leute gehabt heute. Es hat sich kurzfristig einer mit einer angebrochenen Rippe ins Tor gestellt. Die Gefahr bestand, dass ich mich ins Tor stellen sollte. Das wäre mit Sicherheit etwas leichter geworden, aber jetzt haben alle dran gerissen. Die erste Halbzeit war einfach sensationell. Haben alle gekämpft, alle, also im Prinzip jeden Zweikampf richtig angenommen, was in den letzten Wochen einfach gar nicht war. Und das war richtig gut. Und das war definitiv das, was uns geholfen hat. Zweite Halbzeit war halt dann einfach die Power weg. Und wir hätten uns nicht beschweren können, wenn noch das 2-2 da gefallen ist. Und dann kurz vor Schluss ist 3-1, das ist in Ordnung. Okay, ja, Frank, ganz früh 2-0 zurückgelegen. Die Mannschaft hat den Kopf hängen lassen, die Spieler haben sich zum Teil selbst ausgewechselt. Wie kann man das erklären? Ja, wie kann man das erklären? Ich habe dafür auch keine Erklärung. Wir haben in der ersten Halbzeit einen Fußball gespielt, der unter ferner Liefen war. Meine Mannschaft kam mehr. In der zweiten Halbzeit kam auch ein bisschen mehr von meiner Mannschaft. Leider hat es ja nicht mehr gereicht. Südwest hat in der ersten Halbzeit eigentlich das gespielt, was ich auch von der Mannschaft erwartet hat. Ich habe immer auch im Forum gesagt, Südwest steht schlechter, als wie sie eigentlich sind. Und das haben sie heute hier auch bewiesen und eigentlich auch verdient gewonnen. Ja, wie geht es jetzt für die weiteren Spiele der Rückrunde weiter für Südwest? Weiter jeden Sonntag 11 Leute auf den Platz zu bekommen. Wir haben ja gerade wir 3 Leute gesagt, dass sie den nächsten Sonntag nicht dabei sein können. Wir werden schauen. Also ich rufe alles an, was da ist, was 2 Beine hat und laufen kann. Und dann müssen wir hoffen. Ist zwar bitter, dass man dann so ein Spiel natürlich, also für den Gegner, für den Frank ist es halt bitter, dass man gegen so eine Mannschaft halt verliert, aber heute haben sich alle einfach motiviert. Und das wird in den nächsten Wochen hoffentlich ähnlich dann sein. Ja, Frank, letzte Frage an dich. Wir haben jetzt 2 Kellerduelle in Folge eindeutig verloren. Wo wollen wir in der Rückrunde noch punkten, um den Klassenerhalt zu sichern? Ja, nächstes Ziel ist am Dienstag Deutz. Da müssen wir sicherlich Punkte holen, weil sonst wird es für uns ganz schwer. Wir haben ein riesiges Restprogramm mit Pfingst, Ostheim, Mülheim, Neubrück als letztes Spiel. Wir müssen jetzt anfangen, die Punkte zu holen. Wir haben am Anfang davon gezerrt, 5 Spiele gewonnen. Deswegen stehen wir auch noch gar nicht so schlecht da. Aber Dienstag ist das nächste Ziel. Dienstag müssen wir die Punkte holen und ich hoffe, dass die Mannschaft das auch weiß und dann auch umsetzen kann. Ja, alles klar. Vielen Dank.